und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und das ist jetzt das letzte Video, bevor ich für zwei Wochen hausiere. Was nicht heißt, dass in zwei Wochen keine Videos kommen, aber das ist jetzt das letzte Video, wo Inhalt hat, wirklich. Heute ist Freitag und heute habe ich euch endlich mal wieder was Neues zu erzählen zum Thema das Tablet, das ich reklamieren musste. Also bei uns ist es jetzt so, dass ich letzten eigentlich hat es schon früher angefangen. Also am Mittwoch war es so, dass meine Mutter und ich eine Nachricht von Mediamarkt bekommen haben. Oder besser gesagt, meine Mutter hat die angeschrieben, was denn jetzt Sache sei, das wird jetzt schon wieder so lange gehen und so. Und dann haben die am Mittwoch geschrieben, zurückgeschrieben, so rum war es, dass das Gerät innerhalb der nächsten zwei Tage zurückkommt und wir es dann abholen können. Und so sind wir dann eben los und haben dieses Gerät dann am Freitag abgeholt mit einer Stimmung wie 20 Jahre Regenwetter. War nicht so die Top-Stimmung in der Bude. Und haben dann auf jeden Fall versucht, dieses Gerät dann, wir haben es dann am Abend angemacht, getestet und haben aber von der Frau vom Mediamarkt einen sehr guten Tipp bekommen. Den ich auch gleich jetzt euch weitergebe. Wenn man das Gerät dreimal, also in unserem Fall zweimal hat der Händler das Recht, es zu reparieren. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, was aber auch schon, wenn man dazwischen das Gerät ein Gerät hatte und es umtauscht, auch schon zählt. Also beim dritten Mal darf man dann Umwandlung bitten. Wobei Mom und ich da diskutieren, ob es heißt Umwandlung oder ob es heißt eben, dass das Gerät umgewandelt werden soll. Und das haben wir jetzt auf jeden Fall angefangen und angeleiert. Und so ist es jetzt das heutige Stand. Heute ist erst bei mir Montag. Dass da jetzt noch keine Antwort eingegangen ist und wir jetzt einfach warten müssen, was die uns sagen. Und wir hoffen jetzt natürlich wirklich, dass die uns endlich mal was Gutes sagen, nämlich dass das Gerät weg kann und so. Und ja, nur darauf hoffen. Das ist eigentlich schon irre, schon zu hoffen, aber man kann es versuchen. Ja, und so wollen wir das jetzt eben umtauschen lassen und hoffen eben, wie gesagt, dass es umgetauscht wird, dass wir das Geld dann zurückbekommen. Und das ist auch so eine Sache, die ich jetzt innerhalb, wie jetzt wahrscheinlich die nächste Zeit klären muss und sollte. Und da wurden hin und her geschreibe und ach. Also auf jeden Fall haben wir das Gerät angemacht dann am Abend und haben es eingerichtet und hier und da hat es so komische Warnmeldungsdinger gehabt, ja, und war irgendwie schon ein bisschen komisch. Und ja, Mama und ich, wir haben auch gemerkt, wir haben überhaupt gar keine Lust mehr, das Gerät irgendwie zu benutzen. Und ja, ist einfach echt anstrengend. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch heute sagen kann. Und ja, das war's dann jetzt soweit. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann wieder. Ihr seht mich dann wahrscheinlich nächste Woche wieder in dem Video, das ich dann drehe. Ich sehe euch dann erst wieder in zwei Wochen. Ja, wird auf jeden Fall eine anstrengende Zeit, aber ich, mal sehen. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder ein E-Mail an diebell.treatmyoutlook.com. Vielleicht hat ja der eine oder andere noch einen guten Tipp, was man machen kann, wenn sowas ist. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Huch.